Plugins sind eine feine Sache, vor allem wenn man sie kostenlos haben kann. Und ich habe dir heute mal drei Spezialkandidaten rausgesucht, die du vielleicht nicht an jeder Ecke findest, aber die man sehr gut gebrauchen kann im Mixalltag. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's mit dem Adventskalender. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Und ja, wer hat nicht gerne jede Menge Plugins in seinem Werkzeuggürtel, in seinem Plugin-Ordner drin und tüftelt einfach damit rum, lässt sich inspirieren von Sounds oder kann damit einfach mal eben schnell ein kleines Problemchen beheben. Und die drei Plugins, die ich heute rausgesucht habe, sind nicht die drei Kandidaten, die du erwarten würdest, wenn du meinem Kanal schon etwas länger folgst. Denn das sind normalerweise der Camel Crusher, also ein Overdrive Saturation Distortion Tool, dann das Spaceship Delay, mit dem man tolle Delay-Effekte machen kann und vor allem der Julian, ein Loudness Meter, also ein Plugin, mit dem man die Lautheit seines Songs messen kann. Nein, die drei sind es nicht, sondern es sind drei andere und zwar drei Spezialkandidaten, die du jetzt nicht so in jeder DAW findest. Das eine ist ein Spezialprozessor, nennen wir es einfach mal so, weil wenn ich den Namen nennen würde, dann würde ich zu viel verraten. Wir haben ein Saturation Plugin, also ein Plugin, mit dem du Obertöne hinzufügen kannst und mit denen du dein Signal ein bisschen dichter, aber auch analoger im Sound gestalten kannst. Und wir haben einen Transient Designer, auch nicht unbedingt ein Plugin, was in jeder DAW mitgeliefert wird. Es lohnt sich also hier auf jeden Fall dran zu bleiben. Und wir schauen mal direkt drauf, was ich als erstes habe. Denn wenn ich den Namen von dem Plugin sage, wirst du schon direkt wissen, was es wohl macht. Es kommt von iZotope und heißt Vinyl. Und genau das macht es im Prinzip auch, dieses Plugin. Ich kann es mal kurz öffnen hier. Das ist das Vinyl-Plugin, was wir hier haben. Und mit dem Vinyl-Plugin kannst du genau das machen, was draufsteht. Du kannst dafür sorgen, dass das, was da durchläuft, so klingt, als wenn es von einer Platte kommen würde. Und zwar kannst du genau einstellen, wie diese Platte, wie der Zustand von dieser Platte sein soll. Ne? Erstens, ob der Plattenspieler selber Geräusche macht, nämlich zum Beispiel Abspielgeräusche, also Abrollgeräusche, mechanische Geräusche, dann elektrische Geräusche, ob er vielleicht eine Brummschleife hat und einen Brummen drauf hat. Dann kannst du das Knistern einstellen. Du kannst, wir gucken mal direkt drauf, damit ich es dir zeigen kann. Ich mach's nochmal eben kurz aus und zeig dir mal kurz. Ich habe hier nämlich eine Spur, die ich hier vorbereitet habe, die heißt schon praktischerweise Vinyl Sample, weil ich nämlich genau das haben wollte. Ich wollte einen Sample haben, was ich jetzt nicht selber abgesampelt, aber selbst erstellt habe und was so ein bisschen nach Platte klingt und habe einen riesen Aufriss gemacht, um das einigermaßen hinzukriegen. Ich habe mit einem Equalizer gearbeitet, siehst du hier auch die EQ-Kurve hier oben. Ich habe mit einem Kompressor gearbeitet. Der Kompressor sollte das ganze Signal komprimieren, damit es ein bisschen mehr nach Platte klingt. Noch ein Equalizer draufgepackt, dann den Decapitator draufgepackt, also ein Saturation Tool, mit dem es ein bisschen verzerrter klingt. Dann noch mit dem Gullfoss ein bisschen nachgearbeitet oder wie heißt er auf Isländisch, habe ich ja jetzt gelernt, Kittelfoss. Und dann noch mit dem Limiter nochmal eingeschränkt. Der Limiter hat aber keinen Soundeinfluss. Alles das musste ich machen, um irgendwie halbwegs an den Sound einer Platte ranzukommen. Und im Moment, ich musste sogar noch hier auf der linken Seite, kann ich dir nochmal einblenden, ich habe sogar ein Vinylknistern abgesampelt von einer alten Pink Floyd Platte. Das kann ich dir mal kurz solo vorspielen. Hör mal. Ja, so klingt das Knistern von The Dark Side of the Moon, zumindest von meiner Variante. Also all das habe ich gemacht, damit es nach Vinyl klingt. Das machen wir mal alles aus. Ne? Wir hören uns die Spur jetzt mal solo an und machen mal alle Plugins aus, die ich gemacht habe und nutzen mal nur hier den Vinyl. Mit dem Vinyl kann ich also Folgendes machen. Ich kann hier erstmal so ein Brummen, so ein Abrollgeräusch hinzufügen. Kannst du jetzt auch hören? Nee, muss ich erst aktivieren. Dann stopp, kannst du. So, jetzt kannst du es hören. So, also das wäre so ein Abrollgeräusch, was man hinzufügen kann, ne? Der Authentizität wegen. Dann kann man hier einstellen, dass das Signal hier abgenutzt sein soll, also die Platte abgenutzt sein soll. Das ist so ein High-Cut. Lass mal ablaufen. Hörst du, wie es immer dumpfer wird? Ne, je nachdem, wie gut die Platte in Schuss ist. Dann kann man als nächstes elektrische Geräusche hinzufügen. Habe ich ja gerade schon gesagt, ne? Hier so ein Netzbrummen kann man hinzufügen. Dann kann man Staub hinzufügen. Dust ist Englisch und heißt Staub. Das heißt, man kann hier zum einen einstellen, wie viel der knacken soll hier mit diesem Amount-Regler, mit diesem Menge-Regler. Und dann siehst du hier schon, wie oft der knackt an dieser grünen LED. Und dann kann ich das noch einblenden mit dem Regler, der da drüber ist. Brauche ich gar kein Sample mehr von The Dark Side of the Moon. Ist doch wunderbar, ne? Kann ich also hier einstellen. Dann warten wir mal, noch ein bisschen Wear drauf. Und dann machen wir noch, was haben wir noch? Scratch. Das macht so ein paar Aussetzer, die du auch einstellen kannst hier mit diesem Amount-Regler. Kannst du also einstellen, dass der auch so ein bisschen kaputte Platte klingt, so nach dem Motto, wenn die Nadel springt. Und dann kannst du hier noch Warp Depth einstellen. Das ist dieser Regler hier, Warp Depth, also die Tiefe von Warp. Und Warp ist wiederum ein Parameter, den du hier unten links findest. Da kannst du einstellen, ob deine Platte
Platte flach ist oder ob die vielleicht, kennst du es ja vielleicht, wenn eine Platte blöde gelegen hat, dann hat die, also falls du dich nur an Schallplatten erinnerst, dann hat die manchmal so eine Beule, wo es dann auf dem Weg von der Nadel nach oben ein kleines bisschen schneller geht und auf dem Weg runter so ein bisschen, also die Platte eiert auf jeden Fall. Das kann man mit diesem Warp-Regler einstellen. Und ich würde sagen, wir spielen einfach mal ein kleines bisschen rum. Die anderen Regler muss ich, glaube ich, nicht erklären hier. Ne? Hier kann man das Alter der Platte einstellen, wie alt sie sein soll. Da kann man nämlich noch schöne Sachen mitmachen. Dann kann man hier von Mono auf Stereo einstellen und hier die Geschwindigkeit der Platte einstellen. Ich spiele mal ein kleines bisschen rum und sag dir dann, was ich warum gemacht habe. Gucken wir nochmal, dass ich es nochmal alles hier runterregel und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Klingt doch ganz gut, oder? Aus. Also man kann sein Signal schon sehr schön damit bearbeiten. Was habe ich kurz gemacht? Ich kann es dir kurz erklären. Mit Where habe ich kurz die Höhen ein bisschen abgesenkt. Mit Dust natürlich ein bisschen Knistern reingedreht. Hier ein kleines bisschen Eiern reingedreht mit Warp Depth. Dann habe ich hier im Input ein kleines bisschen übersteuert, damit es ein bisschen über Verzerrungen kriegt und damit es ein kleines bisschen komprimierter wird. Habe dann mit dem Output Gain den Ausgang dann wieder in der Lautstärke angepasst, damit es nicht zu heiß rausgeht aus dem Plugin. Und hier unten habe ich da auch noch eingestellt, dass die Platte aus den 70ern sein soll. Das heißt, der Frequenzgang von dem ganzen Signal ist noch ein kleines bisschen eingeschränkter und nicht so Hi-Fi-mäßig wie bei der Platte von den 1990er oder von den 2000ern. Hier kannst du noch die Geschwindigkeit der Platte einstellen. Das hat jetzt nicht ganz so einen großen Einfluss, aber natürlich auch einen Klangeinfluss. Und so kannst du dich austoben mit dem Vinyl-Plugin und kannst wirklich richtig schön rumspielen mit deinem Zeug und kannst dafür sorgen, dass du einen richtig schönen analogen Vinyl-Flair kriegst. Schönes Ding. Kann man auf jeden Fall mal machen. Finde ich super. Kommen wir zum zweiten Plugin. Das zweite Plugin ist, wie ich schon gesagt habe, ein Saturation-Plugin, also ein Plugin, was Obertöne und Verzerrungen hinzufügt und das auf analoger Ebene. Es wird also so ein analoger Hardware simuliert und das Plugin kommt von Klanghelm und heißt IVGI2. Der IVGI2 sorgt halt dynamisch dafür, dass du Obertöne hinzufügst, dass das ganze Signal ein kleines bisschen komprimiert wird und kommt dann vor allem gut, wenn du es zum Beispiel auf Drums einsetzt, wenn du es auf den Bass einsetzt, aber es wirkt auch auf Vocals zum Beispiel sehr cool. Das heißt, wenn du bei Vocals coole Energie reinkriegen willst, dass es so klingt, als wenn der Sänger wirklich sein Mikrofon und den Vorverstärker übersteuert hat, was er vielleicht gar nicht richtig gemacht hat, aber als wenn es so klingt, dann kannst du mit dem IVGI2 zum Beispiel richtig fett Saturation reindrehen und es klingt so, als wenn der Sänger wirklich sich den letzten Willen aus dem Leib geschrien hat, obwohl er sich vielleicht gar nicht so richtig kaputt gemacht hat. Hier sind die Regler ein kleines bisschen übersichtlicher. Hier mit Trim kann man das Eingangssignal regeln ins Plugin, damit man nicht zu laut reingeht. Dann kann man hier mit dem Drive-Regler, der erklärt sich glaube ich von selber, die Übersteuerung reinstellen. Output regelt natürlich den Ausgang. Asymmetrisch Mix regelt ungefähr, dass du zwischen verschiedenen Arten von Verzerrungen hin und her schalten kannst, beziehungsweise dazwischen hin und her blenden kannst quasi. Die linke Seite ist laut Bedienungsanleitung ein kleines bisschen komprimierter des Reglers, also dieser Einstellung, die wir jetzt gerade haben. Und die rechte Seite, wenn ich hier hochdrehe, ist ein bisschen dynamischer und nicht ganz so komprimiert, hat aber trotzdem die Obertöne, die du brauchst. Also musst du einfach mal hören, weil wir sollen ja auch mit den Ohren mischen, ist ja auch ganz wichtig. Und dann mit Response kannst du noch einstellen, ob du so einen Filter hast, was vielleicht eher in den Bässen ein bisschen anhebt, wenn du hier so also auf LF, also Low Frequency Plus gehst, oder ob du eher in den Höhen ein kleines bisschen überbetonst das Signal. Auch da vier Regler zum Spielen, mit denen du deinen Sound auf jeden Fall gestalten kannst. Und auch hier wollen wir das ganze Ding einfach mal anschmeißen und auf den Drumloop zum Beispiel setzen. Ne? Machen wir mal an. Plugin ist an, Drumloop läuft. Und wir drehen einfach mal hier am Trim erstmal ein bisschen. Das passt schon einigermaßen, die Bassdrum schlägt schon gut durch. Und jetzt drehen wir mal Drive rein. Ne? So hat es richtig Rabams. Kann man mal machen, ne? Jetzt aus. Klingt sehr brav. Und so klingt es, als wenn die Drums richtig nochmal ein bisschen Energie dazu gekriegt haben. Kann man auch schön parallel machen. Das heißt, du hast deinen Drumbus, schickst das Signal mal per Bus auf einen weiteren parallelen Bus, kannst dann da auch mit dem IVGI2 richtig Gas geben und kannst danach dann das Ganze wieder dazu mischen, je nach Gusto und Geschmack. Also, auf jeden Fall eine schöne Spielwiese, auf der du auch mit Saturation schön arbeiten kannst. Auch
ähnlich wie der Camel Crusher, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe, aber ich finde, auf eine sehr subtile Art und Weise. Der Camel Crusher ist da schon eher so der Handwerker unter den Plugins. Hier geht es dann doch deutlich charmanter zu Gange. Und vor allem kannst du es, wie gesagt, auch schön auf Vocals benutzen. Da funktioniert es wunderbar. Du kannst damit auch ein paar Synthesizer zum Beispiel aus den Plugins, zum Beispiel, wenn du hier aus dem Plugin, was hier mitgeliefert wird, oder aus irgendeinem Software-Synthesizer einen Sound hast, den möchtest du ein bisschen analoger klingen lassen, dann kannst du hiermit schön dafür sorgen, dass du die Höhen ein bisschen abschleifst und dass du ein bisschen Saturation dazufügst und schon wunderbare Ergebnisse erzielen. Du kannst bei Overheads oder bei Percussion zum Beispiel auch die Höhen ein bisschen abschleifen und dafür sorgen, dass das Ganze ein bisschen analoger und charmanter am Ohr klingt. Also Unmengen an Möglichkeiten, damit rumzuspielen. Tolles Plugin auf jeden Fall und kostenlos, darf man ja nicht vergessen. Ne? Wir kriegen es quasi geschenkt. Kommen wir zum dritten Plugin und das kommt von einer Firma namens Flux. Und Leute, die wie ich in den 80er Jahren aufgewachsen sind, wissen natürlich Flux, Flux-Kompensator, zurück in die Zukunft. Das ist es jetzt hier natürlich nicht, aber die Firma Flux stellt uns hier den Bitter Sweet zur Verfügung. Der Bitter Sweet macht genau das, was er sagt. Er ist entweder bitter, bezogen auf Transienten. Bitter bedeutet ganz scharf rausgearbeitete Transienten, also wirklich ganz knackige Sounds, oder eben Sweet, dann schleift er die Transienten eher so ab und sorgt dafür, dass das ganze Signal ein bisschen charmanter ist. Mit Bitter zum Beispiel kann man den Anschlag von einer Snare oder den Anschlag von einer Bassdrum zum Beispiel rausarbeiten. Mit Sweet kann man zum Beispiel die Schärfe von Beckenschlägen ein bisschen entschärfen. Und das Ganze kann man natürlich hier wunderbar einsetzen. Ich mache mal den Flux an und wir machen mal kurz den IVGI 2 aus und gucken uns mal den Flux an, was er hat. Also auch relativ übersichtlich im Bedienungsfeld hier. Man kann hier eine schnelle, langsame oder eine mittlere Reaktionszeit einstellen. Das heißt, im Prinzip ist das die Attack-Zeit, mit der Flux zugange geht. Dann kann man hier mit dem dicken Knopf dafür sorgen, dass er entweder Sweet, also abgeschliffene Transienten, oder lieber Bitter, lieber herausgearbeitete Transienten macht. Darunter Period, sehr interessanter Regler, den ich so bei der Konkurrenz, bei der bezahlten Konkurrenz von SPL noch gar nicht gesehen habe. Man kann ihm sagen, welche Zeit vergehen soll, die er interpretieren soll als Transient. Das heißt, wenn du den ganz schnell stellst, dann wird er ganz spitz vorne. Wenn du hier auf ganz, was weiß ich, 20 Millisekunden stellst, dann analysiert er nur die ersten 20 Millisekunden von dem Transienten. Und je länger du den machst, umso länger interpretiert er das Signal, was er da bearbeiten soll, auch als Transient. Und das kann einen coolen Soundeffekt haben. Spielen wir gleich mal ein kleines bisschen mit rum. Dann haben wir hier auf der rechten Seite einen Link-Button, der sorgt dafür, wenn du zum Beispiel Bitter reindrehst, also starke Transienten reindrehst, dass dann eben die Lautstärke nicht auseinanderfliegt. Das heißt, er regelt automatisch die Ausgangslautstärke gegen das, was reingeht. Will sagen, du wirst deinen Ausgang nicht übersteuern, sondern der sorgt immer dafür, dass die Lautstärke und der Ausgangspegel sich nicht ändert. Mit anderen Worten kannst du dann schön beurteilen, ob es wirklich dem Signal hilft, was du da machst, oder ob es einfach nur lauter wird. Das kannst du vermeiden. Ne? Es wird also nicht lauter. Kannst natürlich auch ausmachen, dann kannst du selber den Ausgang hier regeln, aber ich würde empfehlen, es einfach anzulassen. Hier auf der linken Seite haben wir noch eine Passage, die wirklich sehr interessant ist, denn das ist im Prinzip eine MS-Matrix. Du kannst hier mit Main dafür sorgen, dass das komplette Signal, was reingeht, in den Bittersweet bearbeitet wird. Du kannst aber auch mit Center nur die Mitte des Signals bearbeiten oder mit Stereo eben die Seite. Mitte ist natürlich klasse, weil da hast du normalerweise Bassdrum und Snare liegen, die kannst du dann schön separat mit dem Bittersweet bearbeiten, oder du gehst halt auf die Seite, wo du mir die Becken, die Ambience, den Raum und so weiter hast, wo du das nachbearbeiten kannst. Also der Bittersweet selber bietet sich natürlich für Percussion, für Drums an, das auf jeden Fall. Aber man kann damit durchaus auch dafür sorgen, dass das Signal insgesamt ein kleines bisschen knackiger wirkt, wenn du da deine komplette Musik zum Beispiel durchschickst oder wenn du vielleicht den Anschlag von einem Bass zum Beispiel rausarbeiten möchtest oder vielleicht die Konsonanten bei einer Stimme rausarbeiten willst, dann drehst du da ein bisschen mehr in Richtung Bitter, oder wenn du möchtest, dass es ein bisschen weicher klingt, dann entsprechend in die andere Richtung. Bittersweet, auch hier spielen wir mal ein kleines bisschen rum und guck mal, was hier so passiert, wenn wir ein paar Regler drehen. Bassdrum kommt schön raus, ne? Zurück. Insgesamt ein bisschen braver das Ganze. Machen wir mal nur die Mitte. Ja, super. Bassdrum und Bass, schön knack. Und jetzt nur die Seite.
Wunderbar. Also auch hier eine schöne Spielwiese mit dem Transient-Designer, der für mich persönlich der bessere Transient-Designer ist. Denn ich habe das Geld schon für die SPL-Varianten ausgegeben, aber in diesem Fall wäre, glaube ich, der Flux wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen. Alle drei Links unten in der Videobeschreibung. Wenn dir dieses Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefällt, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten und hier schnell auf das nächste Video. Und von dir brauche ich noch was. Ich brauche noch Input von dir unter diesem Video. Schreib mir in die Videobeschreibung rein, welche Plugins du noch so benutzt, welche du vorschlagen würdest für ein Video wie dieses, wo ich mal drei Plugins vorstelle, oder ob du schon mit diesen dreien gearbeitet hast und was du damit gemacht hast. Ich bin sehr interessiert daran, das zu lesen, freue mich auf jeden Fall über jede Meldung und jeder Kommentar nimmt natürlich auch am Gewinnspiel teil. Es lohnt sich also auf jeden Fall, hier unten drunter zu schreiben. Wir sehen uns morgen zu einem weiteren Video- und Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassou!